Hallo allerseits, hier ist Stricky bei Armored Warfare mit einem relativ neuen Premium-Panzer. Der kam jetzt mit diesem Zwischen-Update, was nach 022 kam, dieses 022 irgendwas, Pünktchen, Komma. Und zwar ist das ein T-72 Wilk. Oder genau gesagt T-72M2 Wilk. Eine polnische Version des T-72M, den man dann nochmal einen moderneren Motor eingebaut hat und auch vollständig digitales FLA und ERA und also diese reaktive Panzerung. Was man auch sieht, Moment, ich mach's mal drauf. Gut, im Dunkeln schlecht, ne? Dafür kann ich das Licht anmachen. Und ja, was soll ich sagen? Stufe 6 Panzer, Main Battle Tank. Wer so ein Ding noch nicht hat, kann man zuschlagen. Sieht doch nicht ganz so kribbelbunt aus wie manche andere. Oh, dem hauen wir noch eine rein hier. So, komm, einer noch. Wie man sieht, Schaden um die 500 immer, den er austeilt. Nachladezeit 8,64 bei mir. Oh, da ist irgendwas, was wir kaputt machen müssen. Oh, das können wir doch... Oh, hier habe ich eine Laterne umgefahren. Hoffentlich gibt es keinen Ärger. Boah, diese... Was mir auf den Keks geht, sind diese Felsen, die man manchmal gar nicht sieht. Also... habe ich mich kurz aufgeregt. So, richtig praktisch ist diese reaktive Panzerung, muss ich echt sagen. Die kann einem schon ab und an den Arsch retten. Wie ihr seht, das ist ja jetzt ein PvE-Gefecht. Mein Gott, das sind schon zwei tot von uns. Na klasse. Also, Leute. Weiß ich nicht, ob wir die Nebenmission jetzt großartig noch machen, weil schon zwei fehlen. Hallo, Freunde. Swingfire, also ein Raketenteil, du Mann, Mann, Mann. Wieder einer weniger. Mein Gott, was hier rumcruist. Oh, der hat ein paar Lebenspunkte mehr. Das ist ein Erstklassiker. So, wo sind die nächsten, die... Oh Gott. Ja, was machen wir nun hier? Nur noch zu dritt. Bald vorbeigefahren. Ja, diese langsame Turmdrehung, furchtbar. So, das ist mal Platz gemacht. Ich müsste eigentlich mal hier so eine Nebenmission noch machen. Werde ich auch tun. Oh, der nächste. Da steht der im Weg. Manchmal arg unübersichtlich, finde ich. Oh, ja, ja. Sheridan. Ah. Komm, jetzt rung sich in den Reihen hier. Der wird jetzt. Boom. So. Okay, oh, der hat auch kaum noch Leben. Mann. So, da ist der nächste Truck oder was soll das sein? Ein Satelliten- und Aufklärungstruck. Okay, der hatten wir gemacht. Dann haben wir da oben noch einen irgendwo. Da fahre ich jetzt einfach da lang. Den von hier beschießen. Okay.
So. Ich ignoriere jetzt diesen Panzer. Tja, scheiße mit der Nebenmission. Wir haben nur noch 1 Minute 20 den Stadtplatz zu erobern. Das sieht schlecht aus. Der macht zwar hier, ich helfe dem mal. Ja, manchmal bringt das nichts, wenn ich jetzt krampfhaft die Nebenmission alleine mache. Der jetzt hier zerschossen wird, da haben wir auch nichts gekonnt. Gehen wir lieber auf Nummer... Och, da steht wieder so ein Mistding. Also, wie gesagt, manchmal ist es arg unübersichtlich. Gerade hier in diesem engen Stadtteil. Oh. Zeit und sind nur noch zu zweit. Na klar. Herrlich. So, mal schauen, vielleicht kriege ich den Truck von hier auch. Und meistens sind die so... Oh. What? Hm. So, wir werden ja diesen blöden Scheiß-Truck noch finden hier. Der muss da oben sein, irgendwo. Ah. Und wenn wir den dann haben... Oh. Okay. Auf zur Hauptmission. Ich muss meinem Kumpanen helfen hier. Stelle ich mich in die Stadt mit. Und... manchmal ein bisschen übertrieben viel hier, was da so aufploppt. So, wir müssen verhindern, dass die erobern. Also lasse ich hier außen alles, ignoriere ich und rungs jetzt in den Stadtplatz rein. So. Man sieht, wie viel Strukturpunkte ich noch habe. Das ist diese reaktive Panzerung, die hat mir ganz schön den Hintern gerettet. Jetzt auch gerade wieder. Man denkt, man ist getroffen, aber das hilft schon. 1-0. Bäm. Den ein bisschen als Deckung benutzen hier, wenn er schon so... Haha! Hat geklappt. So. Können sie angreifen, wie sie wollen hier, die Freunde. Das Freunde der Sonne. Wir sind nur noch zu zweit jetzt hier. Oh, der mit seinem komischen MG hier. Das war knapp. Jetzt habe ich bald meinen Chieftain getroffen. Also wie man sieht, der verträgt einiges hier. Der Panzer, der Wilk, im PvE. Im PvP, muss ich sagen, komme ich mit dem noch nicht so zurecht. Hat aber einen ganz einfachen Grund. Oh, Challenger, Mensch. Killgeiler. Den kriege ich, gönne ich dir nicht. Also, das hat einen Grund. Ich habe jetzt ein paar PvP-Gefechte gemacht und bin gnadenlos untergegangen. Sicherlich A, weil ich nicht so der begnadetste Spieler bin hier. Aber B auch, weil ich meistens der einzige MBT war, also der Kampfpanzer und alles andere waren so raketenschwingende Jagdpanzer oder Leichtpanzer oder wie man die auch immer nennt. Und bevor ich überhaupt gesehen habe, wo ein Gegner ist, sind mir die Raketen so um die Ohren geflogen, weil die halt alle auch eine bessere Sichtweite haben. Oh, ja, das war nicht so feierlich, muss ich sagen. Oder fehlt mir auch ein bisschen die Taktik. Jetzt hier das Ding, das werden wir scheinbar gewinnen. Zu zweit. Am Anfang sah es böse aus. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch so
Okay. Dass wir das noch so reisen zu zweit, denn waren ja gleich diese beiden XM800T erledigt. Oh, von hinten, also sowas. Okay, BMD1 können wir vielleicht auch nochmal was holen. Oh, das geht einer nach dem anderen. Der hat noch 705... Oh, hinter mir! Oh. Dieser... So. Okay, der hat den zerscherbelt. 8 Sekunden noch und dann haben wir das, die Mission durch. Haltet den Stadtplatz. 16 Kills habe ich hier auf dem Konto. Das will ich nicht überbewerten. Es ist ja PvE, eine mittlere Mission. Wobei, wie man sieht, gibt es auch viele, die da ständig sterben. Bei den mittleren Missionen schon im PvE. Also, wenn nach der Hälfte des Gefechts oder noch nicht mal ein Drittel, schon zwei fehlen nach der Hälfte der Dritte und man ist nur noch zu zweit, das kann auch böse in die Hose gehen. Ansonsten war es ja nicht schlecht. Hab mal gezeigen können, der Wilk, was der aushält, sag ich mal. Diese reaktive Panzerung, die ist schon nützlich. Also ich habe jetzt ein paar Mal gedacht, ich habe einen Treffer nach dem anderen kassiert, aber hat geklappt. 13.000 Schaden, 16 Kills, auch die meisten aufgedeckt. Das liegt aber, weiß nicht, scheinbar lag mir auch das Gefecht jetzt. Beziehungsweise ist ja automatisch so, dass ich mehr aufdecke, mehr schieße, mehr treffe, wenn ich länger lebe als unsere Experten da. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werfen noch einen kleinen Blick auf den Wilk. Nicht schlecht, der Specht. Wer noch keinen MPT im Stufe 6 hat, kann zuschlagen. Ansonsten außerdem noch viel Glück beim Adventskalender, der ja auch immer noch, oder nein, Winterkalender, der immer noch im Gange ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer Stricky.